So, Lüftungsschacht. Der Lüftungsschacht versorgt den Transportwaggon mit Frischluft. Er scheint auch groß genug, um durchzuklettern. Ich würde sagen, ich habe meine Einstiegsmöglichkeit gefunden. Ja, dann machen wir den nochmal auf. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben, mit denen sie hier vorne festgeschraubt ist. Aber wir haben doch unser Taschenmesser. Moment. Nein, können wir nicht. Toll. Ich kann durch die Schlitze nichts erkennen. Sie ermöglichen mir nur einen Blick aufs hintere Ende des Waggons. Das reicht nicht. Ich muss vor allem in den vorderen Bereich sehen. Ja, dann mach doch auf, Junge. Die Abdeckung hat hinten zwei Scharniere. Man kann sie also aufklappen. Das verhindern allerdings die beiden Schrauben. Ja. Vor allen Dingen, er schaut immer... Man kann doch... Schlüsselbund? Am Schlüsselbund vom Schaffner gibt es eine Reihe ungewöhnlicher Spezialschlüssel. Mit dem hier dürfte man die Abteiltür von außen öffnen können. Glück für mich, dass ich den Schlüssel habe und nicht die Leute dort draußen. So wird die verschlossene Tür sie mir einige Zeit vom Leib halten. Das hat er gesagt, während er noch in der Kabine war, aber... Ja... Müllknäuel? Messer? Ja, jetzt will er durchschauen. Ich kann durch die Schlitze nichts sehen. Das reicht nicht. Und jetzt könnte ich sie öffnen, aber... Hallo? Das Taschenmesser hat einen Schraubendreher. Ah, weiter können wir nicht gehen. Was? Achso, das ist der Lüftungsschacht. Ah, toll. Können wir wieder zurückgehen? Warum benutzt er nicht einfach das Taschenmesser, wie jeder normale Mensch? Vielleicht könnte im Werkzeugkoffer ein Schraubendreher sein. Ja, spring doch bloß darüber und kletter... Ja, genau. Geh doch noch. Ich bin nicht schlecht im Schlösserknacken. Aber erstens habe ich meine Ausrüstung nicht dabei und zweitens schaukelt und bewegt sich hier alles. Unter den Voraussetzungen könnte ich bei dem Schloss ein paar Minuten brauchen. Dementsprechend hoch ist die Gefahr, erwischt zu werden. Okay. Aber der Schlüssel passt da nicht, oder? Nein. Nicht das Richtige dabei. Mist. Das ist doof. Aber die Frage ist... Showtime. Hä? Wo ist er? Okay. Heißt das jetzt, wo wir das alles gefunden haben... Okay. Das heißt also im Endeffekt, der Inspektor hat jetzt die Tür geöffnet, weil wir hier alles erledigt haben. Mit den beiden können wir auch nicht mehr reden. Jetzt können wir... Ja, jetzt. Ich schätze, Professor Lucien steht immer noch auf dem Gang und versucht, in sein Abteil zu kommen. Ich warte lieber, bis die Luft rein ist. Och, Menno! Aber der komische Deutsche ist doch weg. Was gibt's für Hotspots? Nur den da unten, oder was? Mehr gibt's hier echt nicht? Irgendwas müssen wir doch übersehen haben. Toll. Ich hasse das an Adventure-Spielen. Da ist ein Hotspot. Und das war's. Moment, können wir die Schublade vielleicht mit dem Schlüssel öffnen? Mal sehen. Passt. Ah, sehr gut. Warum machst du die zu, Junge? Durchsuch die doch. Jede Menge Krimskrams. Ein Haarnetz, Batterien, eine halbe Packung Zigaretten, eine verpackte Zahnbürste. Vermutlich muss der Barkeeper als Mädchen für alles herhalten. Wie ein Concierge im Hotel. Nur was ist für mich dabei? Oh, hier. Ein winziger Rasierspiegel für die Hosentasche. Ah. Sonst war nichts dabei, oder? Dann können wir nämlich... Geh nach vorne? Hallo? Wie kommen wir denn vor die Bar? Ach, da. Ja, dann würde ich mal sagen, können wir mit dem Spiegel doch durch den Lüftungsschlitz gucken. Das ist aber ein bisschen doof, dass das Spiel sagt, nee, du darfst da nicht. Du darfst da nicht. Nee. Da darfst du nicht, sagt das Spiel. Ja, genau. Geh weiter. Bloß nicht wieder zurückhüpfen. Jetzt können wir nämlich mit dem Spiegel da einmal reinschauen. Hoffe ich doch mal. So. Spiegel mit Lüftungsschacht. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was sich im vorderen Teil des Waggons abspielt, aber mein Arm ist zu dick, um durch die Lamellen zu passen. Dann benutzt halt das Garn mit dem Spiegel.
Kannst du das... Echt jetzt? Er kann das nicht da dran knoten? Das sein muss. Jetzt echt? Sollte reichen. Lecker. Karamellbonbonkleber. Hält. Ja, Spiegel mit Karamellbonbon. Kann man damit jetzt das... Nein, kann man nicht. Aber den Spiegel kann man mit Sicherheit mit irgendwas... Nö, die kann man mit nichts verwenden. Mit dem Spiegel könnte ich zwar theoretisch sehen, was ich... Aber mein Arm... Ah, uns fehlt irgendwas. Wir brauchen irgendeinen Stab oder einen Stiel oder eine Stange oder irgend sowas. Toll. Ich glaube, wir müssen nochmal... Oh. Hey, meine Pistole! Die kannst du dir in Venedig zurückholen. Mich so zu erschrecken. Ich hätte stürzen und unter die Räder kommen können. Ich dachte, sie wären ein Gespenst. Es gibt keine Gespenster. Doch, eben ist eins an meinem Fenster vorbeigeflogen. Abmarsch. Das waren wir. Oh Mann. Na also, das sollte uns doch weiterhelfen. Das war knapp. Nice. Das ist genau das, an was ich mich erinnere. Nur wusste ich halt nicht, dass er... Das Schloss offen gelassen. Ja. Wie zuvorkommt. Ja. Gucken wir mal, ob wir da irgendwas Stilmäßiges drin finden. Wer sagt's denn? Ein Schraubenschlüssel. Kann es so einfach sein? Können wir den jetzt da dran kleben? Nö. Können wir den jetzt da dran kleben? Nö. Ich glaube nicht, dass ich noch etwas aus dem Werkzeugkoffer gebrauchen kann. Okay, gut. Und wenn doch, weiß ich ja, wo er hängt. Ja, gut. Dann mal wieder aufs Dach und dann können wir die Luke aufschrauben. So. Kurz mal rüber geklettert. So. Also wenn das immer noch das zweite Kapitel ist, dann ist das wirklich interessant. Dann benutzt doch mal den Schraubenschlüssel mit... Ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen, was mich im Transportwaggon erwartet. Dann kümmere ich mich um die Abdeckung. Toll. Uns fehlt wirklich noch irgendwas. Ich glaube, ich muss mal versuchen, mich da durchzuschmuggeln. In der Hoffnung, dass jetzt der Typ in seinem Waggon ist, der uns ja erkennen würde. So. Komm, geh schon. Gehst du auch? Ja? Nein? Ach, nö. Ah ja, doch. Doch, von da. Dann schauen wir mal. Showtime. So. Dann müsste ja jetzt die Tür offen sein, weil der Inspektor hat sich ja jetzt Werkzeug geholt. Geh in den nächsten Wagen. Mit der Zange sollten Sie die Abteiltür schnell geöffnet bekommen haben. Ich denke, die Luft ist rein. Das denke ich auch. Verzeihung, Sir. Sie hätten wir vor ein paar Minuten gebraucht. Ja, daran erinnere ich mich. Okay, Abteiltür? Ich schätze, Inch ist mit im Abteil. Vermutlich wird er sich irgendwann unter einem Vorwand hinausstehlen, um für den Stromausfall und die Notbremsung zu sorgen. Keine Ahnung, wie er das anstellen will. Er lässt mich über solche Dinge grundsätzlich im Unklaren. Er traut mir auch nach Monaten der Zusammenarbeit noch nicht vollständig. Spielen wir dann eigentlich im dritten Part das, was Inch macht? Nur noch wenige Tage und ich bin den Dreckskerl für immer los. Und bis dahin muss er mit der Baronin in seiner persönlichen Hölle schmoren. Ein schöner Gedanke. Hier, das mit den Bergen ist auch ganz cool, weil im Endeffekt, ja, ist ein schön gemachtes Spiel. Gut, dass sie jetzt natürlich Sachen recyceln, in Anführungszeichen, die wir ursprünglich ja schon gesehen und auch benutzt haben, sozusagen. Ja, kann man machen. Offensichtlich ist es den beiden gelungen, die Tür zu öffnen. Was wohl die Theorie des Archäologen ist, wer oder was die Tür verschlossen hatte. Ob er es wohl mit dem Einbruch in London in Verbindung bringt? Ich hoffe nicht. Professor Lucien ist auf dem Weg nach Kairo, genau wie die Baronin. Die beiden kennen sich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Freunde des Britischen Museums. Wollen wir hoffen, dass er nach dem Schreck vorhin sein Abteil nicht mehr verlässt, bis wir in Venedig sind? Nee, der geht nicht mehr raus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter auf der Suche nach irgendwelchen Sachen. Oh, dem können wir gar nicht reden. Geigenkoffer.
Ob es sich dabei um eine Stradivari oder so etwas handelt? Dann sollte ich mir ernsthaft überlegen, ob ich das gute Stück nach dem Stromausfall nicht einfach mitnehme. Ich bin hoffentlich bald glücklicher Familienvater. Da könnte ich einige Franken, Lire, Mark oder Franc sicherlich gut gebrauchen. Ja, alles Geld, was es jetzt nicht mehr gibt. Ich werde mich beherrschen. Nebengeschäfte sind der sicherste und schnellste Weg zu Problemen. Ein Plan wie unserer hat schon genügend Unbekannte. Ich sollte ihn nicht weiter verkomplizieren. Das stimmt. Da hat er recht. So, schau aus dem Fenster. Das konnten wir auch als Inspektor machen. Moment, da hat der Inspektor ja sein Buch liegen lassen. Also, ursprünglich ein Taschenbuch. Ein Krimi, würde ich sagen. Das Pfarrhaus im Spiegel von Clarissa Westmacott. Ich interessiere mich nicht für Krimis, aber ihren Namen kenne ich natürlich. Sie ist die erfolgreichste Schriftstellerin der Welt. Ja, und sie sitzt zwei Waggons weiter. Das Buch dürfen wir eigentlich nicht nehmen, denn der Inspektor nimmt es ja und lässt es unterzeichnen. Nein, lieber nicht. Wenn ich schon lange Finger mache, dann sollte er sich wenigstens lohnen. Siehste? Haha, hab ich doch gesagt. Gucken wir mal aufs Fenster. Wir sind immer noch in den Schweizer Alpen. In etwa einer halben Stunde müssten wir an die italienische Grenze kommen. Okay. Das ist kein Fleur-de-Lis für die ganzen Wimmelbildspieler. Ein Aushang? Hier hängen Landkarten, Fahrgastinformationen, einige Fotos, der Reiseplan. Alles fein säuberlich hinter Glas und mit kleinen Magneten befestigt. Mhm. Oh, wie? Die können wir öffnen? Magnete? Geht nicht. Hier an der Unterkante der Scheibe ist ein Schloss. Junge, du hast den Schlüssel. Du bist der Schaffner. Kannst das aufschließen, Mensch. Der vielleicht. Ja, siehste, geht doch. Die große Landkarte hier zeigt die unterschiedlichen Reiserouten des Orient Express während seiner langen Geschichte. Sie ist größer als die anderen Aushänge und daher auch mit größeren Magneten befestigt. Ich nehme einen davon mit. Das würde ich auch an deiner Stelle machen. So, können wir sonst noch was machen? Einige der Fotos sind durchaus ansprechend. Der Zug wurde professionell in Szene gesetzt. Nicht schlecht. Aber mehr können wir... Nee, die Tür können wir noch angucken. Der Weg über den Kohletender ist die einzige Möglichkeit, während der Fahrt zur Lok zu gelangen. Ja. Vorstellbar, dass Inch am Tender entlangklettern wird, um vorne für einen Stromausfall zu sorgen. Ich vermute, dass er jemanden für die Drecksarbeit bezahlt hat. Inch geht praktisch nie ein persönliches Risiko ein oder macht sich selber die Hände schmutzig. Ah, okay. Also wenn wir im dritten Teil dann Inch spielen, müssen wir managen. Wir müssen mit Geld umgehen. Wir müssen quasi... Wir sind dann quasi der Banker unter den Dieben. Er macht sich nicht selber die Hände schmutzig, der bezahlt andere dafür. Nee, hier gibt's nicht mehr. Moment, können wir den Magneten an dem Spiegel anbringen? Auch nicht. Okay. Ich knote den Magneten an den Faden. Fertig. Okay, warum auch immer wir das machen konnten? Können wir den dann mit dem Spiegel benutzen? Nö, auch nicht. Hä, warum haben wir Magnet am Faden? Why? Warum? Weil ich den Geigenkasten klauen will? Was sind hier die Hotspots? Der Typ, den wir nicht betrachten können? Na gut, dann geht's wohl wieder zurück, oder? Sonst gibt's hier nichts mehr. Salonwagen? Lady Westmacott. Nö, sonst gibt's hier wirklich nichts. Okay. Geht's wohl wieder raus?